Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines, hier bei Heisenberg Zockt. So, wir befinden uns, wie unschwer zu erkennen ist, mitten in der Stadt. Also ist das schon eine Stadt? Ja, ist sowas ähnliches wie eine Stadt. Eine kleine Stadt, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo wir sind. Ich habe einfach mal den Ego-Modus, ja sozusagen gedrückt, dass wir in den Ego-Modus kommen. Und ja, jetzt sind wir halt hier. Ich laufe jetzt mal ein bisschen und gucke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. So groß ist die Stadt zwar noch nicht, aber ich mache mal ein bisschen schneller. Huiuiuiui, einmal hier quer durch. Irgendwo müsste doch das Meer sein. Wir schauen mal, ob das hier unten ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind wir jetzt genau in die falsche Richtung gelaufen. So wie man das meistens macht, wenn man das... Ja, ist das das Meer? Das ist... Aha. Hier waren wir doch schon mal. Gibt's doch gar nicht. Bei dem Häuschen waren wir doch schon mal und haben das gesehen. Oder sieht das noch ähnlich aus? Das kann natürlich auch sein. So, wir düsen mal hier lang. Ja, die wohnen schon schön hier. So direkt am Meer. Das ist schon auch etwas. Das wäre durchaus erstrebenswert. Wenn man hier das Fahrzeug betrachtet, zack, ist es weg. Da stand doch gerade noch ein roter Ferrari, sag mal. Ja, cool, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Wir haben ja auch noch ein bisschen... Oh, ach du grüne Neune. Oder doch nicht? Was ist denn jetzt kaputt? Habt ihr ein Wasserproblem oder habt ihr keines? Wo kommt das denn her? Zack, jetzt ist es weg. Interessant. Ich glaube, ich guck mal. Wasser? Wasserverbrauch 122.000. Das reicht doch dicke. Abwasserentleerung 160. Das reicht tatsächlich dicke. Keine Ahnung, was das war. Irgendwo ein Stau im Rohr? Kann das sein? Gibt es das bei City Skylines? Ich weiß es nicht. Egal, jetzt ist es weg. Gut, wir haben... Ja, Nachfrage, würde ich sagen, geht so. Es wird gerade überall noch ein bisschen gebaut. Hier an den Flussrand ist ja in dem Sinn kein Meer. Ist ja ein Fluss. Das Meer ist... Ja, da vorne ist das Meer. Und hier hinten... Ach, diese Inseln hier. Das ist ja schon... Die finde ich schon sehr cool. Die werden wir relativ schnell, hoffe ich, sozusagen auch in Betrieb nehmen können. Aber was wir jetzt als erstes in Betrieb nehmen, ihr ahnt es vielleicht schon. Genau, das ist Kollege Straßenbahn. Schiffe hätten wir auch schon. Taxis hätten wir. Dann hier die Sightseeing-Touren. Oh, und der Postdienst. Ja, das werden wir mal nach und nach betrachten. Jetzt möchte ich zuerst tatsächlich die Straßenbahn machen. Da könnte man eigentlich tatsächlich auch schon die Straßen ein bisschen verbreitern. Das Problem ist, dann wird wieder alles gekappt. Dann reißen sie alles wieder außenrum ab, müssen neu bauen. Das kostet Geld. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollten. Ich lasse es mal so, wie wir es haben. Ich mache auch keine Einbahnstraße, sondern ich mache das ganz normal. Zweispurige Straße mit Straßenbahngleisen. Was ist das hier? Straßenbahngleis. Unabhängiges Straßenbahngleis mit Spuren in beide Richtungen. Aha. Nö, ich hätte gerne hier den Klassiker sozusagen. Und dann werden wir das hier mal entsprechend modifizieren. Ja, ich würde schon sagen, hier außenrum. Und dann machen wir das Ganze so, dass wir nicht allzu viele Haltestellen haben, weil wir sind ja schon mit Bussen unterwegs. So, dass das ein bisschen was Spezielles ist. Wenn man die Straßenbahn nutzt, dann möchte man auch ein bisschen fahren können und so ans Ziel gelangen. Dann gehen wir hier noch lang und dann nehmen wir hier noch ein bisschen von der Industrie mit, würde ich sagen. Dass wir hier noch lang düsen. Haben wir hier Gleis? Moment. Nein, da haben wir noch keins. Jetzt haben wir. So. Ah, hier geht's nicht. Oh, oh, was ist denn hier im Weg? Das Kohlekraftwerk. Das muss umziehen. Ja, warum nicht hierhin? Ist eigentlich egal, wohin. Hauptsache, es ist umgezogen, dass wir hier die Straße entsprechend verbessern können. Welches Teil hatte ich denn jetzt? Das hier hatte ich, glaube ich. Moment, hier wieder auf Ändern gehen. Zack, jawohl, jetzt funktioniert. So, hier lang. Dann, ja, nicht unbedingt durch einen Kreisel durch. Das möchte ich tatsächlich nicht. Das ist für die Straßenbahn nicht ideal. Im Prinzip ist es eigentlich schon ideal. Das Problem ist, man kriegt dann keine breiteren Straßen mehr hin. Irgendwie so ging das, glaube ich. Da hatten wir mal ein Problem. So, hier rüber. Und dann geht das hier wieder hin. Und dann haben wir hier, ja, einen schönen Rundkurs. Gut. Jetzt bräuchte man irgendwo noch ein Depot. Und da müsste natürlich dann auch irgendwie... Jetzt muss ich mal schnell gucken. Hier vorne zum Beispiel ein bisschen Platz sein. Das müsste natürlich dort sein, wo wir Schiene haben. Oder wir machen das hier hin. Das ist zwar dann für so ein Straßenbahndepot, würde ich mal sagen, ein relativ schönes Örtchen. Bist du das Depot? Ich glaube, ja. Ein schönes Örtchen hier so direkt am Meer. Aber warum nicht? Dann ist hier das Depot. Das heißt, jetzt brauchen wir hier aber natürlich nochmal die Gleise. Einmal so, einmal so. Und jetzt kommen wir da eigentlich ins Netz rein. Was habe ich jetzt gekappt? War hier irgendwie eine Bushaltestelle? Die darf weiterhin bestehen.
Also nur weil wir hier Gleise haben, was hat das Spiel jetzt wieder für ein Problemchen? Da ist der Bus. Das müsste sich ja selber irgendwie wieder korrigieren. Habe ich da irgendwie eine Bushaltestelle abgerissen? Nö. Nö, da steht doch irgendwie so ein Schild steht. Das müsste doch eine Bushaltestelle sein. Jetzt geht das mit dem Wasser wieder los. Echt jetzt? Warum haben wir kein Wasser? 126. Wasserpumpkapazität, die... Ah, guck mal an. Jetzt haben wir hier hinten keinen Strom. Da liegt der Hund begraben. 100. Stromerzeugung 99. Wir haben das Teil hier doch eigentlich hier im Strombereich drin. Also das funktioniert eigentlich. Was haben wir denn hier noch zusätzlich? Ölkraftwerk. Verschmutzung 35, 50. Hier haben wir 50, 50. Wäre ein bisschen, ja, leiser. Das ganze Ding. Dann haben wir hier Geothermiekraftwerk. Kostet halt 65.000. Da haben wir aber keine Verschmutzung. Aber wenn wir hier sowieso Verschmutzung haben, dann würde ich hier tatsächlich mal noch auf Öl setzen. Zack, 50.000 ist natürlich auch wieder eine ordentliche Stange Geld. Müsste jetzt aber dafür sorgen, dass die hier hinten dann nachher genug Strom haben. Dann wird hier nämlich auch wieder, man sieht schon, dann wird hier nämlich auch wieder produziert und gemacht und getan. Und dann haben wir wieder genug Wasser. Gut, somit hätten wir auch geklärt, warum wir zu Beginn hier ein Wasserproblem hatten. Weil wir wahrscheinlich einfach kurzfristig oder kurzzeitig zu wenig Strom hatten da hinten. Gut, wo bin ich stehen geblieben? Bei der Straßenbahn. Beim Depot, das haben wir hier hinten. Wir müssen aber natürlich jetzt noch... Oh, haben wir Nachfrage nach Wohnungen? Heiliges bisschen. Die Linie machen. Straßenbahnlinie. Wo wollen wir lang? Wir wollen da lang, wo wir Gleis haben. Das wäre von Vorteil. Ich muss mal gucken, das wäre dann hier. Das war ein bisschen rauszoomen. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen nicht allzu viele Haltestellen. Das heißt, wir fahren hier tatsächlich auch ordentlich ein Stückchen. Man sieht da den Straßen an, wo die Gleise sind. Da, wo eben das Ganze lila eingefärbt ist. So, hier ein Halt. Dann geht das hier runter. Gibt hier einen Halt. Hier ein. Dann machen wir hier ein. Gibt jetzt doch ein, zwei Haltestellen natürlich. Aber eben nicht so wie beim Bus. Alle paar Meter. Ja, wir halten hier noch und gehen hier außen rum. Schließen die Linie ab. Machen das Ganze in die andere Richtung. Zack, hier lang. Hier lang. Und da freue ich mich schon auf die Mitfahrt. Gucken, dass ich nicht irgendwie eine Haltestelle übersehe. Hier oben halten wir tatsächlich nirgends. Sehe ich das richtig? Das sehe ich soweit richtig. Hier ist ein Halt. Dann ist hier einer. Halt, wo ist mein Dingens? Bitte folgen. Dankeschön. Da kann ich nicht halten. Da hält der Bus. Das ist klar. Da hält auch die Straßenbahn in die andere Richtung nicht. Hier ist die Haltestelle. Jetzt habe ich es wieder. Okay, hier runter. Hierhin, hierhin. Da haben wir keinen Halt. Und hier machen wir das Ganze zu. Gut, das müsste jetzt eigentlich schon klappen. Man sieht, hier kommen die Straßenbahnen schon raus. Wow, und zwar ordentlich viele. So, hier können wir rausgehen. Wir steigen mal ein beim vordersten Wagen. Genau, so, da muss ich nämlich nicht mehr fahren. Aha, das war gerade noch der Kollege von der Müllabfuhr. Na, Straßenbahn. Auf, auf. Ah, jetzt funktioniert. Und da wird gleich wieder gebaut. So, ein kleines Straßenbahn-Ausfährtchen durch unser Städtchen durch. Cool. Können wir natürlich noch ausdehnen nachher, die Straßenbahnlinie. Aber für den Moment, denke ich, ist die relativ gut. Sie ist halt eher zentral. Und eben, ich finde das eigentlich relativ gut, dass die Haltestellen jetzt ja nicht Schlag auf Schlag kommen, sondern dass die ein bisschen, ein bisschen verteilt sind. Sachte, lieber Straßenbahnfahrer, du kannst nicht einfach die Lastwagen hier rums einmal wegschieben. Ja, man hat ja keinen Platz hier, mach mal vorwärts, hü. Da kennt er gar nichts. Da fährt er einfach mal. Hier ist dann vielleicht tatsächlich auch schon mal fällig, dass wir mal... Ja, einerseits zumindest die Dingen, sind die weg hier, die Ampeln? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Oh, hier ist ja... Heieiei. Lalü, lalü. Und dann kommen noch die Autotransporter und die Holzteile. Ja, wir müssen hier tatsächlich schon die ersten Sachen machen, würde ich sagen. In Sachen Verkehrsverbesserung. Hier geht es dann wieder eher ein bisschen besser, das sieht man. Aber da im Zentrum drin, da haben wir tatsächlich schon die ersten kleinen Probleme, was die Staus etc. angeht. So, wir halten. Möchte hier jemand einsteigen? Die Leute, die da gewartet haben, sind zumindest weg. Burger. Ich krieg Hunger. Ich stelle gerade fest, ich habe noch nicht
Noch kein Mittag. Noch kein Mittag. Das ist, glaube ich, Schweizerdeutsch. Wie heißt denn das auf Hochdeutsch? Mittagessen. Noch kein Mittagessen gehabt. Und das merke ich jetzt gerade. Irgendwie, wenn man da ein Bild sieht von irgendwie was zu essen, das ist ja... okay. Aber, ja. Also die 10 Minuten, 15 Minuten, die wir noch haben, die werde ich jetzt auch noch aushalten. Sonst werdet ihr es merken. Wenn ihr nicht mehr meine Stimme hört, sondern mein Bauch, der grummelt. Ja, dann... ist es passiert, dann werde ich hier verhungern. Nee, so schnell geht das, glaube ich, doch nicht. Verdursten würde schneller gehen. Ist das wieder eine Haltestelle? Offensichtlich, ja, man sieht es hier. Die möchten nicht mit, die sind vielleicht ausgestiegen, ich weiß es nicht. Und jetzt geht es natürlich hier dem Fluss entlang. Jetzt kommen wir in die Region, wo wir Wasser haben. Wenn man hier unten guckt, ja, genau. Ah, wenn wir dann die Inseln verbinden, das wird natürlich schon auch relativ nett. Das ist doch ein schönes Städtchen. Also mir gefällt das wirklich relativ gut hier. Das liegt auch daran, dass eben viel Wasser im Spiel ist. Ich mag es, wenn, ja, wenn man irgendwo in der Nähe von irgendwelchem Wasser wohnt. Ich selber wohne ja am Bodensee, das wissen viele von euch. Und das schon seit Ewigkeiten. Also als Kind schon natürlich den See geliebt und jetzt sowieso. Also wenn man mal irgendwie von Norden her wieder hier runterfährt. Ich denke, jedes Mal, wenn ich den See wieder sehe, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Dieses Wasser ist einfach, ja, ist halt wichtig für mich. Andere mögen vielleicht Berge eher, ganz klar. Ich bin definitiv der Wassertyp. Ich habe es nicht so mit den Bergen. Ich bin vielleicht nicht der typische Schweizer. Ich habe keine Uhr. Ich bin kein Fan von Bergen. Ich mag, ja, so volkstümliche Musik in der Schweiz nicht wirklich. Das kann man wahrscheinlich erahnen, wenn man mich ein bisschen kennt. Aber ich mag Schokolade. Also da bin ich dann wieder ein typischer Schweizer. So. Lülü, da kommen sie wieder. So, fahren wir noch ein Stückchen, weil, Kollege, ich möchte jetzt schnell gucken, wie sieht das aus mit dem Verkehr. Und wir müssen dringend noch ein paar Wohnungen hinstellen. Oh, hier eine Razzia. Ja, irgendwas war da. Irgendwas war da. Da musste die Polizei vorbeischauen. Auch nicht schön. Hier hat sie irgendwie gerade ein bisschen was von GTA. Wenn man so guckt. Liegt das daran, weil ich jetzt gerade die Polizei da hinten gesehen habe? Das könnte je nachdem sogar sein. Aber bei GTA hat es eben auch so diese kleinen Häuschen, so in der Vorstadt da. So, noch eins weiter. Und dann sind wir, glaube ich, einmal rumgekommen. Hier kommt der Kollege entgegen. Ja, hier haben wir wieder noch freien Platz. Können wir uns gleich ansehen, dass wir hier vielleicht noch was hinstellen. So, hier geht es wieder um die Kurve rum. Und dann müssten wir, ja, da hinten dann wieder zu unserem Platz zurückkommen. Ich steige mal aus, weil... ich würde jetzt ganz gerne, bevor wir wegen den Straßen gucken, dafür sorgen, dass wir hier noch ein paar Wohnungen haben. Wenn es denn greift, jetzt hat es geklappt. Das gibt hier ein paar Wohnungen. Dann haben wir hier wieder Industrie. Vielleicht können wir hier oben noch was machen. Ja, ich denke, hier zum Depot hin darf man auch noch wohnen. Hier ist auch wieder Strand. Das ist doch angenehm. Beim Friedhof wohnen sie eigentlich auch relativ gern, weil der eben als Park eigentlich zählt. Machen wir hier mal noch einen Riegel hin. Und hier nochmal einen Riegel hin. So, dann haben wir hier das wieder ein bisschen befriedigt. Aber Gewerbe möchten sie auch schon wieder. Dann machen wir hier halt doch nochmal so einen kleinen Puffer. So, bis hier runter. Und das nehmen wir gleich auch noch mit. Jetzt fehlt aber hier wieder noch eine Straße. Da möchte ich auch noch bauen. Und ich würde mal sagen, das machen wir, bevor sie hier was hinstellen. Dass wir hier irgendwie so eine Sackgasse nach hinten ziehen. Einfach, dass sie wirklich bauen können. Machen wir mal so. Dann dahin und da ist dann Feierabend. Das muss ich noch ein bisschen biegen, damit es geht. Zack, gut. Haben wir noch Nachfrage? Ja. Das heißt, wir werden hier gleich mal noch Wohnungen hinstellen und Gewerbe. Wir machen das so, dass wir, sagen wir, hier Wohnungen haben. Moment, das muss ich hier aber noch ändern. Das machen wir wieder mit dem kleinen Gebüsch. Zack, zack, zack. Dann machen wir hier Wohnungen draus. Okay, dann nehmen wir das Gewerbe und nehmen wieder das große Gebüsch. Wir machen hier wieder Gewerbe hin. Wieder als Puffer. Einmal mehr. Okay, und warum das jetzt hier eine Sackgasse ist? Ja, ganz so einfach. Weil ich hier nicht die Gebäude demolieren will. Und mit Sackgassen kann man eigentlich auch arbeiten. Wir könnten das natürlich auch anders machen. Das war hier. Wisst ihr was? Wir machen aus der Sackgasse doch noch eine vernünftige Straße sozusagen. Ganz einfach so. Zack, dann kommt man da auch lang. Und hier oben können sie jetzt trotzdem bauen. Und ich meine, so wohnt man doch eigentlich auch relativ gerne. Jetzt vielleicht nicht gerade, weil, nicht gerade, wenn hier die Industrie ist. Aber so eine Sackgasse hier,
Ja gut, und hier ist noch der Friedhof. Okay, ich entscheide mich wieder um. So schön ist es dann doch nicht, aber ich mag halt eine Sackgasse dahingehend, dass man da nicht den ganzen Verkehr hat. Was war das gerade für eine Meldung? Irgendjemand ist gerade abgehauen mit seinem Häuschen, weil ihm irgendwas nicht gefallen hat. Weiß nicht, was das war. Aber ja, egal, da wird eh schon gebaut. Guck mal, das haben wir gerade frisch eingezeichnet. Und es sieht so aus. Ja, jetzt wird es doch langsam nicht gerade dunkel. Aber es ist nicht mehr ganz so hell wie auch schon. Was habt ihr hier für Probleme? Auch irgendwas mit Käufern? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Da müssen wir doch tatsächlich nochmal kurz gucken. Bei den Schulen. Grundschule. Das reicht immer noch dicke, weil ich da falsch gebaut habe. Das reicht eigentlich auch. Bei der Uni. Okay, wir müssen tatsächlich schon eine Uni haben. Jetzt schon. Was zählt hier als Uni? Ich muss nochmal raus, weil es wieder buggt hier mit dem Reiter. Das ist aber tatsächlich keine Uni. Okay, wo haben wir denn hier eine Uni? Eine günstige Uni. Hätte ich eigentlich ganz gerne. Nirgends eine Uni. Echt jetzt? Die sind noch gar nicht freigeschaltet. Campus Universi Dingens. Regis High School. Okay, ist das sogar beschriftet als Dingens. Public Library. Also entweder buggt es wieder oder wir haben hier tatsächlich noch gar keine Universität zur Verfügung. Ja, hier oben, da wechselt der Reiter nicht. Seht ihr es? Wenn ich hier auf Grundschule gehe... Ja, ich muss nochmal kurz raus. Wechseln. Jetzt geht's wieder. Okay, jetzt kann ich nochmal sicher kontrollieren. Grundschule. Oberschule. Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich noch keine Uni. Die können wir noch nicht anwählen. Doch hier fällt nur eine. Die State Library. Das wäre eine Universität. Kostet 30.000. Ich würde die sogar machen. Auch wenn das vom Spiel her noch gar nicht vorgesehen ist. Aber wir haben ja die Nachfrage. Also von daher können wir das definitiv machen. Wo kommt denn so eine Uni hin? Wo würde die gern sein? Vielleicht hier ein bisschen im Grünen. Obwohl hier natürlich Industrie ist. Oh, da brennt's. Aber wir haben hier, glaube ich, Feuerwehr. Oder vielleicht. Ja gut, denen würde es natürlich gefallen, wenn sie ein bisschen hier am Meer unten wären. Aber eben, die sollen lernen. Und nicht irgendwie hier, ja, Dolce Vita genießen. Oh, da brennt's aber massiv. Ich stelle mal die Uni hier hin. Zack, okay, das freut die Leute. Obwohl das Haus... da brennt nicht nur das Haus, da brennt das ganze Dingens. Kann ich denn jetzt endlich hier... Wo ist die Feuerwehr? Nein? Ja? Nein, kann ich tatsächlich noch nicht. Arg, kann ich nichts hinstellen. Die Feuerwehr ist eigentlich da. Also ich rede von so einem Turm. Oh, und da brauche ich nur die Hubschrauber. Können wir die denn schon machen? Wahrscheinlich kaum. Das würde mich dann doch eher wundern. Doch, tatsächlich. 55.000. Dann geht das hier dann aber langsam ins Geld. Bräuchten wir aber, wenn eben der Wald brennt. Und der Wald brennt. Man hat es gerade gesehen. Nee, das ist mir aber tatsächlich zu teuer. Da müsste halt... aber da brennt alles. Haben wir hier oben keine Feuerwehr? Echt jetzt? Ja, es ist nicht schön grün. Wir machen hier mal nochmal so eine kleine Feuerwehr hin. Wir haben da unten eine. Dann machen wir hier noch eine. Ich hoffe, das reicht. Die Bäume freuen sich. Ich hoffe, das reicht, dass sie hier noch dem Ganzen wieder Herr werden. Ja, das natürlich schon. Wir könnten natürlich mal gucken, dass wir Brandmelder etc. zur Pflicht machen. Das Problem ist ein bisschen, dass das natürlich alles kostet. Das machen wir nicht hier, sondern hier bei den Richtlinien. Das sind die städtischen. Das würde also für alles zählen, für den ganzen Bereich hier. Sonst müssen wir einzelne Stadtteile machen, da kann man natürlich auch separat was lösen. Oder wir machen zumindest hier mal. Moment, das können wir so machen. Dass wir ein Rauchverbot haben, dort wo die Bäume sind. Und das war... Haustierverbot bringt hier nicht so viel. Schule ist aus. Städtisch könnte man den Nahverkehr noch kostenlos machen. Das kostet uns dann ein bisschen Geld, aber das bringt relativ viel. Haben wir hier nicht noch kostenloses WLAN? Nein. Ich wollte hier eigentlich... Starker Verkehr, ist alles okay. Blitzableiter und Co. Wo hatten wir die denn? Die sind vielleicht doch gar nicht freigeschaltet. Doch, da. Nee, aber eben noch nicht freigeschaltet. Aber gefunden habe ich ihn. Okay, da können wir noch nichts machen. Aber so haben wir das Rauchverbot hier drin. Jawohl, aber nicht bei der Stadt. Gut, weil hier sollte wirklich nicht geraucht werden, wenn hier so viel Holz ist. Weil das brennt ja tatsächlich immer noch. Was machen denn die Leute hier oben? Also was macht hier unsere Feuerwehr? Kein Fahrzeug in Betrieb.
Gibt's dann bestimmten Gründen hier die Bäume brennen, dass die hier nicht arbeiten? Sag mal, geht's noch? Lösch mal die Bäume oder lass dir das ausbrennen. Was ist denn das für ein Fahrzeug hier? Auch cool, habe ich so noch gar nicht gesehen. Ist wahrscheinlich wieder irgendwas Neues, was ich installiert habe. Ich habe noch ein paar zusätzliche Fahrzeuge installiert. Kann ich da nicht der Feuerwehr sagen, lösch den Baum? Also dabei, also wenn ich hier wohne und hinten aus dem Küchenfenster rausgucke, dann sehe ich das. Dann renne ich hier vorne raus und schreie nach der Feuerwehr, weil, ja, also irgendwie, da, guck mal, ist doch nicht schön. Der ganze Spielplatz hier, alles ist verkohlt. Lösch mal die Palme, das hat so keine Zukunft, Leute. Die kommen da halt nicht ran. Das ist das Problem. Aber dass die nicht mit ihren Schläuchen da rein können? Wir müssen hier die Hubschrauber haben. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt nicht auf ein Haus übergreift, dann lassen wir das hier mal sozusagen auskokeln. Ja, weil der Rest hier, der ist ja eigentlich wieder okay. Wann kommen wir denn zum nächsten, ich glaube bei 6000, zum nächsten Dingens? Ja, 6000, weil dann können wir tatsächlich diese Türme machen, die Feuerwehrtürme. Und wir haben... Ja, wir sind eigentlich kurz davor. Ah, schaut mal, jetzt haben wir hier keinen einzigen Baum mehr. Das ist doch irgendwie kein Hingucken. Dafür brennt der hier auch nicht mehr. Gut, dann ist das ja bestens. das Rauchverbot wird hoffentlich durchgesetzt. Und hier das Straßenbahndepot. Sieht eigentlich auch relativ nett aus. So in der Abendsonne hier mit dem Fluss im Rücken. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Was wir halt immer noch haben, beziehungsweise eben nicht haben, dass die Industrie auf irgendeine Art und Weise hier auf die Autobahn kommt, ohne dass sie hier noch lang müssen. Ich frage mich, ob nicht einfach vielleicht hier eine Verbindung, dann kommen sie aber nur auf die Autobahn. Sie kommen, wenn sie runterdüsen, kommen sie da auch nicht lang. Könnte man natürlich so lösen, dass wir hier irgendwie unterirdisch durchgingen. Aber das kostet wieder dermaßen. Ein bisschen auf die Kohle müssen wir trotzdem noch achten. Wir haben nämlich noch Darlehen. Die müssen wir eigentlich auch mal noch zurückzahlen. Ich guck mal, ob wir das nicht vielleicht sogar machen können. Ich wollte gerade sagen, also abgestürzt ist mir City Skylines, glaube ich, tatsächlich noch nie. Aber das war jetzt, glaube ich, kurz davor. Irgendwas wurde da noch berechnet und dann haben sie gemerkt, geht nicht. Und dann gab es diesen Murks. Also Darlehen. Nehmen, jetzt zahlen. Was haben wir denn hier? 66.000. Ich würde das mal zurückzahlen. Dann sind wir wieder schuldenfrei. Und haben noch 60.000. Das ist eigentlich vernünftig, weil wir können jederzeit wieder zur Bank und wieder einen Kredit aufnehmen. Solange wir den Kredit nicht brauchen, möchte ich den auch nicht haben. Der kostet nämlich Zinsen, nehme ich an. Oh, wegen der Straße. Genau, da habe ich doch eigentlich auch noch gesagt. Da müssen wir noch gucken. Haben wir denn hier Ampeln? Ne, jetzt haben wir Ampeln. Okay, ich nehme sie wieder weg. Hat man bei kleinen Kreuzungen nicht standardmäßige Ampeln? Finde ich noch interessant. Wusste ich gar nicht. Hier unten, da sind die Ampeln auch weg. Okay, dann lassen wir das natürlich. Dann werden wir jetzt hier nicht rumpfuschen. Und am Schluss haben wir aus Versehen da noch Ampeln hingemacht. Das ist natürlich nicht die Idee. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.